Hallo und herzlich willkommen zu Part 6 von FIFA. Wir machen jetzt weiter mit dem Spiel gegen FC Porto. Letzte Folge haben wir richtig abgesahnt mit dem Spiel. 14:0. Wer die letzte Folge verpasst hat, unbedingt nachholen. War schon geil. Und genau zu den letzten zwei Folgen. Das Spiel wurde ja in zwei Parts aufgeteilt, aber trotzdem, jetzt spielen wir weiter gegen FC Porto. Als ganzes Team. Weg. Fairer Zweikampf. Fange so viele wie möglich Pässe ab. Das habe ich doch schon mal gespielt. Nochmal. Sprinten und drücken. Achso. Sprinten. Sprinten und abdrängen. Hä, im Laufen abdrängen. Ach, passt schon so. Zum Spielen drücken. Jetzt geht's los mit FC Porto. Gegen FC Porto. Im Regen. Regen war angekündigt und das hat sich auch so bewahrheitet. Ich begrüße Sie herzlich zum Halbfinale. Am Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und auf dem Programm steht heute das Halbfinale dieses Vorbereitungsturniers. Bayern München gegen FC Porto. Halbfinale in diesem Reich eine Team Ballbesitzquote von mindestens 55, das schaffe ich. Ich glaube, verhindere eine Niederlage. Ja, das wird schon hingehen. Das wird klappen. Das wird schon funktionieren. Das sind ja heute einfache Ziele. Falls ich wundere, warum ich so viel rede, so wenig meine ich. Die Kommentatoren reden ja auch und am Anfang vom Spiel würde ich sagen, dass ich die Kommentatoren ein bisschen übernehme. Aber dann, wenn Ruhe ist, rede ich zwischendrin. Gegen FC Porto werde ich so ein Spiel wie das letzte erwarten. Hier im weiten Rund, da sieht man wieder mal, welche Begeisterung die Fans für den Fußball. Oder wird das Spiel schwieriger als das letzte? Weil das letzte haben wir 14:0 dominiert. Dann schauen wir mal nach, was heute rauskommt dabei. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Im Tor ist Manuel Neuer. Joshua Kimmich steht mit Leon Goretzka im Mittelfeld. Und drei Stürmer sollen in dieser Begegnung heute vorne für Gefahr sorgen. Drei Stürmer. Ich stehe vorne, alleine. Auswechselspieler. Oder habe ich es falsch gelesen? Und jetzt sehen wir hier die Aufstellung des FC Porto. Eine die unteren Auswechselspieler. Taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation. Vorne drin also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders ankommen. Ja, allein gegen mich, wie ich jetzt als das Spiel dominiert habe, mit einfach nur Vorsprinten. Es geht los. Jetzt gilt's. Jetzt geht's hier um alles oder nichts. Halbfinale. Die Fans sind angespannt. So, wieder zurück. Die Spieler sind angespannt. Nach vorne. Es geht um eine Frage der Nerven. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Da hat er nur noch und den Müller Torhüter vor sich. Was ist abseits? Da hat das Timing nicht gestimmt. Ja, da habe ich jetzt nicht gedacht. Frei, einfach geschossen. Ah, Müller stand im Abseits. Und weiter. Ich stehe wieder mit Müller da. Der Vorstoß. So, Ball wieder bei mir. Und da wären sie doch noch gestorben. Das war eine gute Gelegenheit. Auf außen hat Gnabry Platz. Die Riesenschuss von Müller. Ah, keiner da, schade.
Was für eine Aktion. So gerade eben und gibt's jetzt die Führung. Da geht, dann da geht schon wieder so viel ab. Da kann ich einfach nicht reden, weil ich mich konzentrieren muss, nicht den Ball wegzuschießen. Goretzka. Gnabry. Und Flanke? Jetzt kann die Hereingabe kommen. Nee, das war nix. Er hat den Ball, gute Aktion. Wieder Ball in meinem Besitz. Alter, ich verliere den Ball gerade. Könnte die Führung werden. Jetzt können sie klären, er hätte sonst gefährlich werden können. Sei vorsichtig, weil du weißt. Reichen mahnende Worte, das Spiel hat ja eben erst begonnen. Spiel im Fokus. Er könnte hier heute eine Schlüsselrolle einnehmen. Im letzten Ach, habe ich einen umgedreht. Vier Tore gelungen und alle hoffen natürlich, dass er heute gleich so weitermachen kann. Also er ist ja richtig gut drauf im Moment, kaum zu stoppen. Achso, ich habe den abgedrängt, also ich war noch bei demselben Spieler. Kimmich. Die Gelegenheit. Wo habe ich denn gerade hingeschossen? Ins Aus. Ich hätte passen sollen. Ist zu Paris Saint-Germain gewechselt und verlässt Atletico Madrid. Für 68 Millionen. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Kann ich nicht so sagen. Kenne mich nicht aus mit dem Spieler. So. Kopfball funktioniert jetzt mal. Ja, das wenigstens einmal. Kopfball-Tabi. Unaufhaltsam. Unaufhaltsam nicht. Ich bin gerade nur dumm beim Spielen. Aber jetzt ist die Gefahr bereinigt. Ball ist weg. Müller rennt. Jetzt ist Platz für den Konter. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Da ist die Hereingabe. Chance lebt noch. Oh, zweimal. Zweimal fast getroffen, aber der Torwart war zu gut. Auf dem Flügel wäre Platz für Serge Gnabry. Jetzt die Hereingabe. Da passt der Torwart. Das war knapp, wieder knapp. Da hat der Torwart aufgepasst. Das Spiel ist auf jeden Fall schon ein bisschen spannender als das letzte. Frühe Stören jetzt. Chance zur Führung. Ja! Kopfball! Irgendwann musste dieses Tor Kopfball! Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Ja, Tatsache. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich durch. Perfekt. Perfektes Kopfballtor. Das muss man auch mal hinkriegen, gell? So, aber jetzt bin ich mal gespannt. Was denkt er sich aus? Wie reagiert er auf den Rückstand? Es ist natürlich schon frustrierend, so ein Tor kassieren zu müssen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ja, und sind's doch auch. Ganz alleine. Immer noch gefährlich. Tor. Tor für die Bayern. Tor. Ich habe jetzt nicht gewechselt den Ball, weil ich letzte Folge mit meinem eigenen Charakter so oft Tore geschossen habe. Ich musste einfach mal mit einem anderen Charakter vorlaufen. Deswegen habe ich jetzt Kimmich das Tor machen lassen. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Den Ball holt er gut verteidigt. Müller kommt. Tolle Aktion von Thomas Müller hier. Er geht vorbei. Jetzt kommt die Flanke rein. Ja. Den Ball hat er. Ganz souverän. Ja, hätte mir was Besseres erhofft als ein Kopfball. Schuss von Müller. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Nee, auch nicht. Jetzt? Super gehalten eben in der Szene. Was für eine Aktion. Vor dem Tor heute. Wo schießt du denn hin? Da ist ja kein Spieler von uns. Chancen erarbeiten. Chancen machen. Gehalten. Oh, gehalten vom Torwart. Schwieriger Ball. Also ja. Ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon
im Tor gesehen. Super Reflex. Das war ein super Reflex vom Torwart, ja. Der hat ihn ganz knapp doch über die Latte gekriegt, aber ganz knapp. Das müssen wir auch erstmal schaffen. So, Ecke. Was geht denn jetzt ab? Ecke in den Strafraum. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Kimmich. Ja, die Flanke war nix. Wo ist mein Spieler? Da hinten. Der wechselt einfach den Spieler. Da gewinnt er den Zweikampf. Was? Faul! Ich hab dir doch ganz normalen fairer Freikampf, ja kurz. Aber wenigstens keine Karte. So wird das nix. Der Ball bleibt in der Mauer hängen. Er gibt den Freistoß doch. Zuerst hatte er auf Vorteil entschieden. Hä? Gut vom Schiedsrichter. Er ermahnt den Spieler, anstatt gleich die Karte zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. Okay, welcher denn? Ich habe nicht aufgepasst. Ich bin einfach auf die Spieler los und drück A. Zweikampf. Da kommt die Flanke. Daraus wird leider nichts. So, mein Charakter ist natürlich wieder ganz vorne. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Ja, wer lässt sich da etwas zu viel Zeit? Jetzt die Flanke. Flanke zu unpräzise. Richards. Kimmich. Gut den Ball angenommen. Schön in Bedrängnis unter Kontrolle gebracht. Ball ist weg. Ich muss aufhören, mit Flanken zu spielen, fällt mir gerade auf. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Setzt sich klasse durch. Ganz stark vom Torwart. Oh, Torwart hat sich da vor den Ball geschmissen. Den kann ich auch nicht wegtreten, einfach. Eins aus. Einwurf jetzt. Das war zu stark. Moment, kann ich den Zweikampf auch regulieren, indem ich länger auf Kreis bleibe? Okay, meinen anderen Charakter. Klasse Aktion, Ball ist weg. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Dann ist die erste Hälfte vorbei in 2 Minuten. War das eng? Oh, Ecke. Ecke, was laber ich? Pfosten! Ja, ist die Ecke vom Tor. Halbzeit. 45 Minuten sind rum, es steht 2:0. Auf keinen Fall. Auf jeden Fall ist es anspruchsvoller als das letzte Spiel. Verhindere eine Niederlage. Bis jetzt sind wir vorne. Spielwertung von 8 ist höher als 7 und eine Mindestballbesitzquote von 55 habe ich. Bis jetzt passt's. Es geht los. Jetzt geht's hier um alles oder nichts. Halbfinale. Die Fans sind angespannt. Chance zur Führung. Ja, da hat der Torwart. Da ist natürlich das Wetter auch gerade kacke, weil das ist ja nasser Boden und rutscht aus. Regen. Es war nur eine Frage der Zeit. Ganz alleine. Immer noch gefährlich. Tor für die Bayern. Ja, da hat der Torhüter zu früh aufgehört. Er hätte noch ein Stück, hätte ein bisschen hinterbleiben müssen. Weil ist der Pfosten, na, das war gehalten und das war der gehaltene. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor. Ja, das war der. Und jetzt kommt da noch der Pfosten oder nicht? Aber ich weiß ja nicht. Nee, kommt nicht. Auf den anderen Plätzen. Ah, bis jetzt scheint, als würden wir nicht gegen Manchester spielen, weil da haben wir schon gegen gewonnen. So, weiter. Mit der zweiten Hälfte. Mal gucken, ob wir... Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Ja, andere Wechsel. Ja, da vorne, danke.
Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Jetzt ist der Platz da. Gehalten. Oh, vorbei. Fuck. Nicht nachlassen, aber passt. Aber der Torwart im Weg. Da kann er sich echt freuen. Wäre er nicht mit dem Knie der Gegner, wäre es vielleicht reingegangen. Aber ich weiß ja auch nicht. Der war zu flach. Jetzt haben sie den Ball verloren. Leon, jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Ja, Alter. Ich hatte nicht mal gedacht, dass da rein. Das war einfach nur ein Glücksschuss und einfach rein. Einfach rein. Der FC Bayern hier also mit dem nächsten Treffer. War es das jetzt Boucher oder kommt der Gegner nochmal? Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Mit so einer Führung im Rücken haben die Bayern 3-0. Einfach die nötige Sicherheit, um das Spiel nach Hause zu bringen. Ja. Keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall schon mal härtere Gegner als das letzte. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Müller holt sich den Ball. Ein Tor im... Der Verteidiger stört ihn. Da hinten ist jetzt mein Zuhause. Ja, ich, falls ihr euch wundert, warum ich ab und zu die Ding verliere, den Überblick, weil ich mit dem rechten Stick die Charakter versuche mal zu wechseln, ob das besser ist. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Komm, rennt vor. Ja, da machen sie zu wenig aus der Konterchance. Ball ist weg. Goretzka. Leroy Sané. Oben, abseits. Fuck. Ja. Wollte ich gerade sagen, bin ich nicht im Abseits. Langsam kapiere ich es auch. Sah gefährlich aus, aber sie machen die Chance selbst zunichte. Das heißt, da muss man echt aufpassen. Es tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. Kimmich geht raus. Kimmich verlässt den Platz und Corentin Tolisso kommt rein. Ein energiegeladener Mann. Ja. Bis jetzt ist das Spiel nicht schlecht. Es ist sogar anspruchsvoller, was ich mir im letzten Spiel ja gehofft habe am Ende. Dass es anspruchsvoller wird. Ja, da wieder Wechsel. Nächster Versuch. Alter, bin ich gerade echt so dumm, um den Ball abzunehmen. So, nächster Versuch. Ball ab. Ja, könnte was werden. Drüber. Da machen sie eigentlich zu wenig aus dieser Gelegenheit. Ja. Er hat den Ball am Ende doch nicht perfekt getroffen. Der ging unten drunter. Ja, die merken schon. Jetzt wird hier gewechselt. Gabri geht raus. Verstanden. Gut, neuer Spieler für uns. Alter, wo geht mein Cursor? Mein Spieler ist da hinten. Machen Sie gut, Ball erstmal weg. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Ah, oh, da wäre jetzt Platz. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Gehalten, aber Sie müssen weiter aufpassen. Ah, schade. Machen, aber nix war. Ja. Wolf, das war dann doch da so dachte ich, dass in der Mitte. Nach diesem eigentlich wirklich schönen Konter. Ja. Ich dachte, da ist frei und habe einfach gedacht, jetzt kann ich schießen. Ging aber doch nicht. Noch 27 Minuten in-game. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Ist das schon das erste Season, was wir gerade spielen? Das ist wahrscheinlich die erste Season und das Halbfinale davon. Oder ist das nicht die erste Season?
Und Müller. Macht er gut. Da klären sie erstmal. Ja, da habe ich jetzt schon. Da habe ich den Ball nicht erwischt, da habe ich den Spieler weggecheckt, ja, beim Zweikampf. Da muss ich echt langsam aufpassen. Gut dazwischen gegangen. Ah, jetzt habe ich mal auf den Timer geguckt. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Jetzt der Volley. Ja. Was für eine Technik! Ich habe jetzt erst gesehen beim Timer, wenn die wichtige Szenen sind, läuft er normal, aber im Spiel ist er schneller. Hab mich schon gewundert. Also wenn ich weiter so gut spiele, werden die Parts länger. Weil ich versuchen will, ein Spiel in ein Paar zu packen. Zunächst kommt die Flanke und dann ist es einfach nur noch ganz viel. Oh, das war eine knappe Sicht, knappe Kiste hier. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Ja, bis jetzt sind es 4-0. Da geht er gut in den Zweikampf. Er ist frei, da kann was draus werden. Aktion geht weiter. Ja, Tor. Und Tor! Und der geht flach rein, da war nicht viel zu halten. 5-0. Wieder ein Tor für den FC Bayern und eine komfortable Führung jetzt. Damit ist es entschieden, oder? Zumindest sind die Bayern auf einem richtig guten Weg. Also wir haben im Fußball schon viel erlebt, aber so wie das hier heute läuft, sollten sie das packen. Ja. 5-0 dürfte das jetzt gewesen sein. Das fünfte. Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Das sehe ich jetzt gleich. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. Ja, ich muss nicht mal, ich muss auch ein bisschen, zurückspielen. Leon Goretzka. Und jetzt die Chance. Wieder Tor. Also, ich verstehe nicht. Abseits. Abseits, fuck. Sie fassen sich an den Kopf. Abseits. Fuck, abseits. Ist eine ganz bittere Geschichte, aber ja, das war abseits. So knapp ist abseits, willst du mich verarschen? Aber egal, wir stehen ja 5-0 vorne. So. Müller geht runter für Lewandowski. Weiter geht's. Wir haben eine Oh, da geht er vorbei. Da ist die Chance. Tolisso. Also, ich verstehe nicht, warum die Leute einfach nichts machen. Die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Schiedsrichter lässt laufen. Vorteil. Vielleicht können sie das jetzt nutzen. Aber jetzt kommt die Korrektur dieser Entscheidung. Freistoß. Ja. Hab ich schon gewundert, was das da für ein Zeichen. Muss ich irgendwas drücken? Ja, aber was ist der Schiri? Der das Spiel einfach noch ein Stück weiterliefen ließ. Moment, hätte ich in der Zeit geschafft, ein Tor zu schießen. Wäre das dann ein Tor, das gezählt hätte? Oder wäre das dann auch
ungültig gewesen. Muss ich mal ausprobieren, wenn ich das schaffe. Bis jetzt keine Faust, bis jetzt nur Freistöße. Ich glaube, die Spieler sind langsam verausgabt auf meinem Platz. Ganz energisch, aber der Ball ist weg, die Gefahr damit vorüber. Ja, da ist jetzt keiner. Da ist jetzt echt keiner. Die Riesenchance. Und irgendwie hält er ihn. Und jetzt Lewandowski. Abseits. Natürlich ein unnötiges Abseits. Wenn man da noch einen Moment wartet, sind alle wieder raus aus dem Abseits. Ja, das war überhastet. Der Pass kommt zu früh. Ach, ich hätte nochmal alle raus. Die Arbeit leicht. Zu leicht. Verstehe ich. Verstehe. Also muss beim Torversuch, wenn er missglückt, alle aus dem Kasten raus, bevor ich wieder hinschießen darf. Gut. Die Bayern mit dem Ballverlust. Lewandowski. Schön, wie Lewandowski dahin geht. Und da hat er nur noch den Tor. Tor. In der letzten Minute. Mit dem Tor. Also ich verstehe es langsam echt nicht. Aber der Gegner ist auf jeden Fall schon mal schwieriger als der letzte. Wenn sich das steigt, dann wird es echt noch anspruchsvoll. Die Frage ist, wann meine erste Niederlage kommt. Das Spiel ist längst gelaufen. Ja, das ist gelaufen, das Spiel. Die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch im Spielstand aus. Ja, weil auch echt keiner, weil die auch echt. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Abseits. Absolut klare Entscheidung. Ja, der Kommentator weiß auch nicht, was er will, oder? Jetzt zeigen sie, was sie können und abseits. Verstehe, ich glaube, ich habe es verstanden. Nach dem letzten Gegner. Alles danach ist abseits, oder? Was ich nicht passe. Lewandowski. Flanke auf den langen Pfosten, die kommt gut. Ja, aber ein bisschen schlecht war sie trotzdem noch. Evan Nilsson. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Massano. So, da habe ich einen Spieler, der nicht so raus richtig rausgehabt. Das passt ihm alles hier nicht. Er will sich den Ball holen. Spielende. In dieser Partie. Damit stehen die Bayern nun also im Finale. Geil. Das Finale ist erreicht. Der Traum vom Titelgewinn erlebt. Und das war heute eine echte Demonstration. Das war streckenweise herausragend. Das war extrem schwierig heute. Das Resultat drückt das und eine extrem lange Folge bis jetzt. Und damit haben sie für mich die Favoritenrolle fürs Endspiel. Aber teilen tue ich die Folge jetzt nicht, weil sonst haben wir jetzt zwei 15-Minuten-Folgen. Spielwertung 9,2. Torvorlagen 3, Schüsse aufs Tor 3, Tore 1. Erfolgsquote 20. Das gucke ich mir jetzt nicht nochmal alles an. Jetzt sind nur noch die Torwiederholungen. Das erste Kopfballtor. Irgendwann musste dieses Tor einfach fallen. Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit. Ja, bis jetzt haben wir auch kein Spiel verloren. Ganz und alleine! Immer noch gefährlich. Tor für die Bayern! Fünfzigste Minute. Leon Goretzka. Der Pass, nichts zu halten hier. Ja, und das bei Regen, so gut. Aber ich habe heute schon gemerkt, dass die Spieler, entweder ist es bei, werden sie nach dem Spiel nicht aufgefüllt, oder ich war heute echt mehr bei Sprintmodus dabei, dass die Spieler, dieser Balken, der da oben drüber hängt, bei manchen so viel leer war. Ich glaube, das heißt auswechseln. Oder sie sollten bald ausgewechselt werden. Das werde ich dann sehen. Geht weiter. Und Tor!
Und der geht flach rein. Da war nicht viel zu halten. Aber ich glaube, so lange Parts mache ich nicht oft. 30 Minuten, wer schaut sich das an? Also ich finde selber, 20 Minuten sind vollkommen in Ordnung. 25 auch noch. 30 wird schon schwierig. Aber teilen will ich den Part einfach nicht. Das Halbfinale lasse ich in einem Stück. Ja, dann mache ich gleich hier Schluss. Und wir sehen uns im nächsten Part von FIFA 22. Tschüss!